Ich bin in Münster bis zu meinem 5. Lebensjahr aufgewachsen. Inzwischen hatte meine Mutter dann auch geheiratet. Dieser Mann hat mich auch circa im Alter von 7, 8 Jahren dann immer mit auf seine Diebestouren genommen. Ich musste dann dort Schmiere stehen, wenn er irgendwelche Autos auf irgendwelchen Parkplätzen oder so aufgebrochen hat. Mein Stiefvater, der ein Hundenarr war, der auch selber 2 oder 3 Schäferhunde, 2 auf jeden Fall, hatte. Und die wollte er immer ganz besonders ausrichten. Und weil er irgendjemand brauchte, wo die Hunde sich dann auch draufstürzen, wurde ich dann praktisch dazu gezwungen, das zu machen. Und dann wurden die Hunde losgelassen und mussten mich dann auch suchen. Und wenn die mich gefunden haben, was in der Regel der Fall war, dann haben die eben halt mich dann da in die Säcke oder so gebissen. Und eines Tages, es war wieder mal so weit, da kann ich mich jetzt noch bildlich wirklich dran erinnern, dass ich mich verweigert habe und das nicht mehr wollte. Und da hat dann mein Stiefvater kurzerhand seinen Gürtel von der Hose abgeschnallt und hat mir dann damit auf meinen kleinen Kinderrücken sich so richtig ausgelassen und mich verprügelt. Mein zweiter Stiefvater, er war ein sehr strebsamer und arbeitsamer Mensch. Also seine Arbeit hat er verrichtet, aber sobald Feierabend war oder Wochenende war, dann ging es in die Kneipe und dann wurde gesoffen, bis man nicht mehr stehen konnte. Und dann zu Hause angekommen, wurde dann der ganze Frust und alles Mögliche wurde dann zum größten Teil an mir ausgelassen, dass ich dann auch Schläge bekam. Was aber auch sehr oft dazu geführt hat, dass ich auch immer wieder abgehauen bin, Schutz gesucht habe irgendwo. Und irgendwie auch meine ganzen Situationen überbrücken musste, dann in Kaufhäusern irgendwas geklaut. Aber das hat dann irgendwann nicht ausgereicht. Dann ging es in Spielhallen oder in Gaststätten und ja, alles überall, wo Bargeld zu holen war. Das war so mein Hauptziel. In Celle bin ich dann, wie ich dort dann war, habe ich mich dann auch um eine Arbeitsstelle bemüht. Bin dort das erste Mal auch durch die jüngeren Kollegen so ein bisschen schon mit Drogen, mit Haschisch in Berührung gekommen. Der Ausschlag war aber dann in einer Bootswerft in Celle, wo ich Menschen kennengelernt habe, Kollegen, die das regelmäßig in ihren Pausen konsumiert haben. Und ja, ich fand das dann auch toll und irgendwie verbrachte mich das auch in eine Situation, wo ich so bestimmte quälende Gedanken vergessen konnte und ja, und habe mich dann darauf eingelassen. Der Drogenkonsum musste natürlich auch irgendwie finanziert werden. Ja, und da ging es dann los, dass ich dann so schwerere Sachen gemacht habe, unter anderem auch einen Raubüberfall auf einen Geldboten und aufgrund dessen wurde ich zu 3,5 Jahre verurteilt. Ja, in der JVA Hannover war es so, dass ich dort jemanden kennengelernt habe, mich mit dem auch angefreundet habe und der sich dann auch als Homosexueller geoutet hat und mir dann auch gesagt hat, wenn ich hier in Hannover bleibe, dass ich dann auch gut Geld verdienen könnte und so. Als ich dann aber entlassen wurde, war ich dann in Hannover dann ja auch wohnhaft und da habe ich dann doch irgendwo, weil ich keine Arbeit gefunden habe und so, mich dann in einem homosexuellen Milieu reinbewegt. Im Grunde genommen hat mich diese ganze Szene nie so richtig befriedigt, aber irgendwie das Geld war da, ich habe auch in dem Sinne gut verdient und es waren natürlich auch die Drogen im Spiel, weil sonst hätte ich das vielleicht auch gar nicht so unbedingt über mich alles immer manchmal so ergehen lassen können und so. Und habe dann auch zu verschiedenen Leuten, die sehr intensiv mit Drogen gehandelt haben, das dann auch für mich in Anspruch genommen und dadurch natürlich mein finanzielles Konto auch noch aufgebessert. Es wurden dann richtige, massive Aktionen durchgeführt, unter anderem, dass wir auch eine
sprengende Tür von einer Bank weggesprengt haben. Und ich habe dann auch, weil ich irgendwie keine Situation mehr oder keine Chance mehr gesehen habe, dass es noch besser wird und irgendwie mein Leben auch keinen so richtigen Sinn und Halt hatte, habe ich dann gesagt, ich mache mit meinem Leben Schluss und habe mir dann eine Flasche Doppelkorn gekauft und ein Cuttermesser, ein ganz neues, habe mich dann in mein Zimmer zurückgezogen und wollte mir dann dort, indem ich die Flasche Doppelkorn in Ex getrunken habe, mir das Leben nehmen, indem ich mir zweimal mit dem Cuttermesser den Hals aufgeschnitten habe. Ich habe das Ganze überlebt. Bin ich dann in eine Klinik gekommen in Bad Driburg und ich hatte schon immer irgendwie so ein Interesse an Radio, Kurzwelle und Ähnlichem. Eines Morgens aus Interesse geguckt, ob ich oder versucht, einen Sender aus Südamerika zu empfangen, der in deutscher Sprache sendet. Ich hatte ja Tabellen, Sendepläne und habe dann dort auf das Signal gewartet aus Südamerika, auf der Frequenz, auf Kurzwelle. Und das, was dort gesendet wurde, das hat mich irgendwie gleich von Anfang an, ich weiß nicht wieso, hat mich das angesprochen. Ich wusste zwar nicht, was das jetzt alles für mich bedeutet, aber irgendwie fühlte ich das, was die da sagen, dass ist für mich bestimmt. Sie haben über Neuanfang gesprochen, über Jesus Christus, über die Bibel und wie mit Jesus Christus ein neues Leben beginnen kann, ein sinnerfülltes Leben. Ich wollte diese Botschaft hören. Ich wollte hören, wie mein Leben gelingen kann. Und ich habe diesen Sender immer morgens gehört. Dafür habe ich auch meine Anwendung verschieben lassen, weil mir das wichtig war. Und ja, irgendwie hat sich das dann alles erweitert, dass ich habe dann dort auch im Allgäu einen Bibelgesprächskreis kennengelernt, war dort auch immer in dem Bibelgespräch anwesend, aber ich war noch nicht wirklich, ich habe mein Leben, wie man so sagt, noch nicht wirklich Jesus Christus im Gebet übergeben. Das ist erst danach geschehen. Und zwar aus dem Grund, weil ich erkannt habe, erstens, dass ich vor Gott ein Sünder bin und dass ich von diesen ganzen Lasten der Sünde und dem Ganzen, was mich immer wieder runtergezogen hat und auch belastet hat und kaputt gemacht hat, wollte ich frei werden. Und ich wollte endlich ein Leben wirklich mit Jesus Christus führen und ich habe gelernt und erfahren, dass das nur möglich ist, wenn ich mit Jesus Christus ganze Sache mache. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe in meinem Zimmer dort in dem Internat mich wirklich hingekniet vor meinem Bett und habe mein Leben ganz bewusst Jesus Christus übergeben und wollte, dass er mich von dieser ganzen Last, von diesem ganzen Dreck befreit. Habe mich dort auch wirklich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden und habe seitdem immer mehr gemerkt, mein Leben hat jetzt wieder eine Perspektive, mein Leben hat jetzt wieder eine Ausrichtung ohne Straftaten, ohne Drogenkonsum, ohne diesen ganzen, allem den ganzen Müll, wie es Paulus so schön sagt, dem da hinterher zu rennen. Ich bin dann im Urlaub hier in Münster gewesen und Freunde, sogenannte Freunde, die ich ja dort auch hatte aus dem Drogenmilieu, die haben dann schon auf mich gewartet, brachte mich dann nach Hause. Ich habe dort meine Sachen abgeladen und habe dann meinen Freunden mitgeteilt, dass es das war. Und die guckten natürlich ganz verdattert und fragten, was los wäre. Und ich sage, ich mache sowas nicht mehr, ich will keine Drogen mehr konsumieren und so weiter und so fort. Ich will jetzt nur noch eins konsumieren, nämlich Gottes Wort und mich daran halten. Das haben die natürlich nicht verstanden, haben mich natürlich mehrmals versucht umzudrehen und wieder zurückzuholen, aber Gottes Kraft war stärker und dafür bin ich bis heute dankbar.